Yippee, meine Schweinebacken, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bruce Willis zockt 007 Bloodstone, ne? Also James Bond habe ich, glaube ich, vergessen zu sagen. Ist ja aber unwichtig, was zählt, ist Geballer. Vor allen Dingen sage ich diesen Satz jetzt und jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht nach dem, was ich gerade im Stream gesagt habe. Aber dazu später mehr. Ich habe jetzt nicht ernsthaft mit der Granate verfehlt. Dann nehmen wir die Scar wieder mit. Holy shit. Ja, so kann's gehen. So kann's gehen, Kleiner. Oh mein Gott. Also ich kann dir schon mal sagen, eine Scar Heavy hat nicht so eine hohe Feuerrate. Und so breit ist sie normalerweise auch nicht. Aber hey. Ich bin ja kein Waffenspezialist. Ich bin nur der Typ, der damit rumballert. Eins. Da haben wir wieder Trick, Trick und Track oder was? Das war ein Panzerknacker. Ja, ich sehe doch der Panzer, ja, ja. Fuck you, Alter. Ganz ehrlich, Mann. Fuck you. Oh, lol. Hat er mir einen Header verpasst, Alter. Hat er mich einfach über den Haufen geschossen? Na gut. Nein! Das, ja. Das war die falsche Taste. Hoppla. Da sollte man F drücken und nicht T. E. Was laber ich hier? Oh mein Gott. Wo ist denn die Granate hin? Meine Granaten fliegen gar nicht weg, wenn ich aus der Deckung schieße. Sie sind verletzt, suchen Sie Deckung. Ja, leck mich doch. Heilige Scheiße. Okay, Deckung bleibt... Oh. In Deckung bleiben, Bond, in Deckung bleiben. Feuer! War's das jetzt? Ja, wunderbar. Dann nehmen wir wieder Mr. Scar mit. Mr. Zylinder. Wobei, hat ein Zylinder drin, ne? Oh, lol, klauen wir jetzt das Ding? Wie geil. Cutscene. Bye, Idioten! Alter, der fliegt, als wäre das irgend so ein Sportflugzeug. Da einfach so ein bisschen runter und... Was macht er denn jetzt? Also, was mache ich denn jetzt? Oh, lol. Klar, das Ding ist einfach mal so wendig wie ein fucking Hummingbird. Genau, wer hat das Ding überhaupt... offen gelassen? Du willst mich da verarschen, aus dem Ding fliegt niemals eine Wärmelenkrakete. Das ist einfach nur ein Granatwerfer, ein Raketenwerfer. Ja, RIP. RIP. Warum fliegst du auch hinter den Idioten her? Hoppla. Okay. Mann, mir geht's so gut. Ich bin gerade mit dem Ding hier abgestürzt. Aber ich fühle mich wie neugeboren. Oh, lol. Voll die unnötige Action-Szene, wenn man es am wenigsten erwartet. Ja, dann renne ich hier mal ein bisschen durch den Dschungel, ja, weil ich bin ja gerade nur abgestürzt. Das mache ich ja täglich. Jesus Christ. Jetzt mal ganz ernsthaft, was waren das für Typen?
Und warum würden die über den Haufen geschossen? Ihr seid ja voll die Assis hier. Ein paar Leute erschießen die... Nein, nein, bitte! Warum haben die Hazard-Suits an? Oder sowas ähnliches? Warum ist hier mitten im Dschungel überhaupt eine Baustelle oder was? Das macht doch sowas von keinen Sinn, aber hey. Wer bin ich? Und ich meine, es ist Action, es ist Rumgeballer, es sind Explosionen und so ein Zeug. Warum nicht? Ich will ja nicht kritisieren, aber... What the fuck ist das? Ist das ein Staudamm oder was? Heilige Scheiße. Woo! Alter, dann fliegt das erstmal durch den ganzen Dschungel bis nach China. Oh Leute, jetzt muss ich kurz bei meinem Laptop noch was hier. Kleiner Moment. Keine Ahnung, ich bin voll professionell, ich weiß. Absolut gekommen sind eigentlich Bergritter. Haha! Oh! Der hatte Mexikanisch zum Mittag, was? Ich sag's dir, dieses mexikanische Essen, was man hier bekommt, ist nicht wirklich mexikanisch und nicht wirklich Essen. Damit tötet man normalerweise Elefanten. Gibt es hier überhaupt Elefanten? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich laber manchmal, bevor ich nachdenke, und das wird zu meinem Verhängnis. Ist aber auch der Grund, dass ich manchmal so lustig bin. Ja, Mann, good job beim Zielen, Alter. Oh, lol, jetzt hat er das aber gemerkt, du. Ja, was soll ich denn dagegen machen? Soll ich da draufballern, bis es kaputt geht? Oder soll ich rennen? Oh mein Gott! Was? Warum zeigt er mir da drauf? Mein Alter, hör doch auf! Was? Der Hubschrauber war da nicht mal drunter! Na hoppla. Natürlich, in den Damm rein. Hä? What the fuck? Naja, okay, wenn es geklappt hat, hat's geklappt. Wer bin ich hier, um Fragen zu stellen? Eine Frage hätte ich jedoch, wo geht's lang? Hüpf! Ja, mal Knopf drücken, ich habe ja keine Ahnung, was das macht. Also, das ist ein Fahrstuhl. Ja. Jetzt sind wir einen Meter weiter oben. Cool. What the fuck? So. Oh lol. Ich kann den selber steuern. Herzlich willkommen zu Kran. Oh lol. Ich kann ihn sogar hoch. Willkommen zum Kran-Simulator 2017. James Bond Edition. Wohin? Okay. Inwiefern hat mir das geholfen? Oh lol. Ja, mein Action Cam, pass auf. Das lustige, ich soll immer in die Richtung drücken, wo bei ihm vorne ist. Uah. Ihr habt auch immer so ein cooles Timing. Ja, genau, so eins. Ich mag die Geräusche von Alarmen. Sekunde mal! Das heißt. Da. Gut. Zu den anderen zurückfahren. Jetzt habe ich doch gerade gesagt, ich mag Alarme und du machst ihn einfach aus, du Arsch. Was für ein Blöd. Kann ich die wieder anmachen? Nein. So ein Spaßverderber. Sorry für das Husten. Für das Gehusten.
Ja, ja, einer deiner Zähne ist wahrscheinlich rausgefallen gerade. Bam, bam. Bam. Oh, lol. Da ist er einfach mal rübergefallen. Hör auf, Unterstützung zu rufen. Ich gebe dir gleich Unterstützung. Alter, die Mucke voll am Abdrehen. Alter, Finde. Komm mal her. Komm an, dem hauen wir aufs Maul. Eine linke und... Okay, oder auch nicht. Vielleicht bei denen eine linke, eine rechte und dann Mutter. Nach Bond. Heilige Scheiße. Dieser Bond geht immer in den beschissensten Momenten nach. Na gut, vielleicht weil er nachladen muss. Und ich glaube auch nachladen ist besser als gar nichts. Aber hey. Oh. Da crasht natürlich ein fucking Heli in den Damm. Und der ganze Damm droht einzustürzen und zu explodieren. Ja, ja, das macht Sinn. Dams, ein Damm ist ja... Dams, ist, was ist die Mehrzahl von Dämmen, glaube ich? Der Damm, die Dämme. Ja, ja, Dams. Alter. Der Deutsch. Der ganze Damm fliegt in die Luft, weil Dämme natürlich so konstruiert sind, dass wenn sie ein Loch haben, der ganze Damm gehen muss. Hör zu, du kannst doch nicht einfach auf meinen Rücken schießen. Holy shit. Fuck you. Bitch. Oh cool. Die Cutscene könnte nicht... Das ist voll der Helm im Weg. Ja, Sergeant Germany? Weiß ich. Habe ich gerade vorhin im Stream noch erwähnt. Ein Held hat uns verlassen. Eine Ikone ist von uns gegangen. Und das ist leicht lustig hier. Ich meine das auf dem Bild, nicht dass Roger Moore gestorben ist. Dass Roger Moore gestorben ist, ist echt schade. Warte mal, Brötchen, du kennst Roger Moore nicht? Roger Moore war so ziemlich, ich glaube, der erste James Bond in den Filmen sogar, glaube ich, der erste. Der einzige James Bond, der 7 Filme hintereinander James Bond gespielt hat. Fragt er, wer Roger Moore ist, Alter. Ich glaube, es hackt. Hallo. Na, dann holen wir uns die Stricher. Hey, du. Ja, jetzt schießt der Kleine. Ja, bist aber beim Fallen. Bam. Schieß mal zurück. Aha, hast du mich bemerkt? Ich meine, das fällt ja nicht auf, wenn jemand 10 Meter von einem weg mit einer Scar Heavy durch die Gegend ballert. Aber hey, kann natürlich sein, dass du irgendwie Probleme hast mit deinen Ohren oder so. Was? Ach, hör auf mich zu schießen! War Sean Connery echt der Erste? Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe von James Bond Film eigentlich keine Ahnung. Ich habe auch nicht die älteren James Bonds. Habe ich bestimmt schon mal gesehen mit meinem Vater irgendwo, irgendwann. Aber ob ich mich dran erinnern tue, wahrscheinlich nicht. Eher nur eine einzelne Szene. Wie an diesem. Irgendwo in einem James Bond gab es mal so einen Unterwasserfight, wo James Bond einfach mal so einen komischen. Keine Ahnung, war das ein DeLorean oder sowas? Und dann ist er unter Wasser durch die Gegend gefahren. Und hat da die Typen weggeharpunt mit so Harpunendingen. Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang war es, schwierig sich an Daniel Craig zu gewöhnen.
Aber ich muss sagen, der macht seinen Job recht gut. Daniel Craig ist ein guter Bond. Vielleicht liegt das daran, dass er so ein bisschen Gesichtszüge hat meines Vaters. Das kann natürlich sein. Nicht so aussieht wie ihr, ne? Nur Gesichtszüge von meinem Vater hat. Aber ich weiß es nicht. Ich finde ihn einfach gut. Aber mein Lieblingsbond, und das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber vom Aussehen her für einen Bond fand ich eigentlich Pierce Brosnan. Jetzt muss ich kurz eine Aufnahmepause machen. Moment. Da wären wir wieder. Kurz eine Störung, da hat niemand nicht auf die Uhr geguckt. Noch nicht halb. Oh, Leute, ein Sniper. Geil. So, wen soll ich wegballern? Wo geht's hier überhaupt lang? Was hier wieder für Knarren auf dem Boden liegen? Was haben wir denn hier? Oh, Scan. M24. Das klingt wie so eine... Keine Ahnung, irgend so ein... Eine Jobvermittlungsseite. M24. Wenn du dann Braun... Traumberuf jetzt. Auf M24. Gibt's M24? Das klingt so... Familie, Alter. Was soll ich hier machen? Muss ich da auf irgendwas drauf schießen oder rüberfliegen oder... Achso, da oben einen Knopf drücken. Ja, Pierce Brosnan war cool. Kann aber auch sein, dass ich den so sehr gefeiert habe, weil es damals natürlich auf der Nintendo 64 dieses glorreiche James Bond Spiel gab. James Bond GoldenEye. Was man, wenn man es heute spielen will, da kriegt man echt... Holy shit. 360 No-Score kommt hier gleich incoming, Alter. Kommt hier gleich incoming. Die Steuerung ist halt empfindlich. Ja, das Spiel, ich meine, ich habe GoldenEye gespielt, ich habe es gesuchtet auf der N24, aber wenn man sich so überlegt, jetzt im heutigen Standard, das war eigentlich voll komisch. Wenn du gecrouched bist zum Beispiel, dann hätte er die Beine nicht mehr bewegt. Er hat sich einfach geduckt auf seine Knie und ist so durch die Gegend gerutscht. Okay, jetzt wird es hier langsam brenzlig. Quickscope. Guck mal. Pass auf, Quickscope. Bitch. Der N64. Habe ich N24 gesagt? Lol. Was das? Leute, ich habe tatsächlich N24 gesetzt. Er ist hier. Ja, ich erschieße euch ja gleich. Jetzt immer mit der Ruhe, Mann. Ich kann mich nicht um alle eure Probleme kümmern. Oh, Scheiße. Pistole, frisch das, du Sack. Warte, ich heb noch kurz die Shotgun auf. Noch nicht auf mich schießen, danke. Und dann hau ich dir in die Fresse. Genau so. Danke fürs Warten, Kleiner. Jetzt ist... Das ist wieder lustig. Hier fehlt wieder voll die Mucke. Der schöne Sound des Alarms begleitet mich wieder in meinen Adventuren in James Bond. Bloodstone. Halten Sie das für richtig, Mr. Bond? Ja. Was ist mit Deadpool? Mit wem? Hatten Sie bei denen Erfolg? Wer zum Teufel ist Tedworth? War das den Wissenschaftler, den wir eigentlich... Wieso gut passe ich bei der fucking Story auf? Wer zum Teufel ist Tedworth? Habe ich was verpasst? Kam der Name schon mal vor? Holy shit! Hayatuki! Hayatuki, das ist mein Kampfschrei. Achso, das ist schon kaputt. Hallöchen, Agent. Willkommen im Stream. Willkommen bei den Schweinebacken und willkommen bei James Bond. Und natürlich Bruce Willis. Hi. Yippie, Schweinebacke und so. Oh, guck mal, eine Frage. Wie machst du das mit deiner Stimme? Sie ändert sich von dem einen Zeitpunkt auf den anderen. So schnell. Ja, genau. Das ist eigentlich sehr einfach zu erklären, weil wie das geht.
Nein, eigentlich ist es überhaupt nicht einfach zu erklären, weil es nämlich nicht zu erklären ist. Ich habe nämlich keinen einzigen Plan, wie ich das mache. Ich weiß es nicht. Ich kann es einfach und, ja. Oh, guck. Hi. Hat sich ja gelohnt, hier hinzukommen, Kleiner. Ja, ich weiß echt nicht, wie ich das mache. Ich mach's einfach. Ich kann auch euch nicht erklären, was ich genau verändere in meinem Hals. Es klingt so, als würde ich meine Stimmbänder nach vorne drücken, aber ich weiß gar nicht, ob man das kann. Ich mache einfach irgendwas mit der Stimme. Es ist Tod und Verwüstung. Ja, Tod und Verderben, bla bla. Hör auf, mich zuzusetzen und geh doch endlich drauf. Ich drück mal hier drauf und dann geht die Fahrt auch schon los. Je länger es dauert, ihn zu passen, desto länger dauert ihr Qual. Was habe ich gemacht? Oh, lol. Was habe ich jetzt gerade gemacht mit dem Knopf? Ich weiß es nicht. Was haben Sie vor, falls Sie nicht kriegen? Ich habe Sie schon mal besiegt. Hui! Na, du hast mich nicht besiegt, du hast unfair gekämpft, du Arsch. Oh. Bam. Bam. Der Nächste, wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Wer will noch nicht? Wer hat noch? Wer hat schon mal? Was? Keine Ahnung. Hi. Ja, das Einzige übrig. Und dann rennst du weg. Du musst doch deine Teamkameraden rächen. Kann doch nicht so sein. Bam, 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 bam. Mein Name ist James Bond und ich hau euch so richtig auf die Fresse. Endstation. Haboschki. Oh lol, der macht hier Stepptanz. Schnauze, ich bin das Bein von dem Typen am Bewundern. Heilige Scheiße, wie viel gibt's denn von euch? Ey, wehe, du ruinierst das Bein. Das war der Stepptänzer. Schwing dein Bein. Oh, läuft voll gebrochen. Warte, wir heben mal die Knarre hier auf. Wegen Munitionsmangel und so. So, und ich würde auch sagen, das ist nämlich ein guter Punkt, um einen Cut zu machen. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Bruce Willis zockt. James Bond 007 Bloodstone. Vielen Dank fürs Zusehen. Und yippee, meine Schweinebacken.